Im letzten Jahr haben wir das ganze Jahr 5 hoch 3 genannt. Das erschloss sich aus folgendem: 5 Menschen, 5 Fragen, denen sie sich stellen müssen oder Themen, 5 Minuten für jedes Thema, um das zu diskutieren, wobei nicht jeder der Kombattanten 5 Minuten bekommt, sondern alle zusammen und sie um diese 5 Minuten ringen müssen. Und dieses Mal erweitert um 5 Runden. Ihr seht, hier sitzt noch niemand. Diese Menschen werden jetzt zu uns bitten, die da sitzen werden, für jede Runde eben. Und da wir hier jetzt keine Musik mehr angeschlossen haben, bitte ich euch dann jeweils, wenn wir die Leute hierher rufen, ordentlich Lärm zu machen und Applaus und hier etwas für die Soundkulisse zu sorgen. Achso, das wollte ich euch noch, ich habe mir ein Beispiel an Ralf genommen mit den Effekten. Ich zeige es auch nochmal. Ja, also ich habe den heute entdeckt, ich habe mal so alle Effekte durchprobiert und gedacht, welche am besten aussehen und dann, hey, es gibt jetzt sogar noch... Und wir haben ja die schon 4 Leute immer ausgelost pro Runde. Wir haben wieder einen schönen roten Stuhl in der Mitte, weil das natürlich sein kann, dass Leute, die unbedingt zu einem Thema was sagen wollen und ihre Meinung loswerden wollen, jetzt nicht gezogen wurden. Ihr habt noch mal eine Chance. Ihr könnt nämlich, wenn ich die Themen aufrufe und die Leute gerne noch dazukommen, mal sehen, ob das so ein bisschen Grangel auch gibt. Wäre lustig. Ihr seid selber verantwortlich dafür, wie hier die Unterhaltung läuft. Wir schauen einfach mal, wie es wird. Und wir kommen dann auch schon zu Thema 1, Team Laber Podcast. Und ich werde euch wieder so ein bisschen, damit ihr euch eingrooven könnt auf die Themen, Pole vorgeben, zwischen denen ihr euch ein bisschen verorten könnt oder eure Argumente ansiedeln könnt. Bei Team Laber Podcast wären das ein positives, oder wie auch immer ihr das interpretiert, im Zusammenhang positiv und negativ. Podcasts können nur Erfolg haben, wenn Formate weg vom Laber Podcast aufkommen. Und im Vergleich dazu, das Laber-Podcast, das letzte Refugium für schöne Inhalte ohne Zwang und ohne Restriktionen sind. Ich glaube, da kommt schon jemand für den roten Stuhl. Und das Ganze unter das Motto, denn im Internet ist immer Platz. So, und jetzt bitten wir doch mal auf die Bühne die Mirjam und die Nele und den Daniel und den Steffen. Sortiert euch vielleicht so, ihr müsst euch immer ein Mikro teilen, nur der rote Stuhl bekommt sein eigenes. Aber ihr macht das schon. So, wer möchte denn, Dennis? Komm, du hast die Sticker gemacht, du darfst. Guck mal, die haben ja auch alle welche. So, nochmal zur Erinnerung, Team Laber Podcast ist das Thema und ich würde sagen, ich überlege gerade, ob ich es in die Runde einfach geben und gucke, wer als erstes losschießt. Aber ich glaube, wir fangen mal mit Mirjam an. Achso, warte, ganz kurz, ich bekomme gerade noch eine Frage nach der Uhr. Die 5 Minuten sind natürlich eher so eine Empfehlung. Wenn die Unterhaltung interessant wird, lasse ich euch auch ein bisschen länger reden. Also auch das liegt an euch. Oh, Entschuldigung. So, Mirjam. Ja, labern ist immer gut und je länger, je besser, würde ich erst mal sagen. Erwiderung, Steffen. Also Laber-Podcasts machen ungefähr 3/4 meiner Podcast-Kollektion aus. Ich kann nur, wenn ich aufstehe, dann muss ich erst mal einen Laber-Podcast anmachen, weil es geht einfach nicht anders mit Alternativen während Fernsehen, aber da läuft ja nichts. Und für Wissenschaft bin ich noch nicht bereit zu der Uhrzeit. Nele greift schon. Ja, wir hatten neulich diese Diskussion, Laber-Podcast, was ist so schlimm daran oder nicht. Wir haben dann überlegt, was ist denn, wenn wir Labern weglassen bei Podcasts, sollen wir dann nur noch Tiergeräusche? Rauschen. Weißes Rauschen. Also es ist, glaube ich, eine Qualität des Mediums, da ist, dass es ganz viele verschiedene Formen von Labern gibt. Und ich betone auch immer das Moment für den Hörer und die Hörerin. Also ich glaube, Labern oder anderen Leuten beim Gespräch zuzuhören, kann für eine echt große Qualität haben. Und ich glaube, es ist etwas, was das Medium auch nahe führt, dass man Leuten zuhören kann, wie sie irgendwie Ideen entwickeln, Meinungen austauschen, ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Und wo hörst du das sonst? Also im Radio wirst du sowas nicht hören. Und deswegen bin ich Team Laber Podcast. Ich möchte jetzt die provokante These aufstellen, dass jeder Podcast, wirklich jeder, ein Laber Podcast ist.
Und zwar ist ein Laber-Podcast ja ein Podcast, wo Leute reden. Und zwar gibt es eine Skala. Und zwar ist das so XY. Und zwar mit wie vielen Leuten? Also alleine bis hoch 20. Und dann der Chaos-Faktor. Das heißt, die Tagesschau ist ein Laber-Podcast. Da redet einer, geordnet. Und die Freakshow ist einer, wo nur 6 Leute. Und dann ist tolles, totales Chaos. Und dazwischen ist so alle Podcasts. Da kann man alle Podcasts verorten. Das ist, genau, Brummschleif ist da auch da ganz oben irgendwo. Deswegen, alle Podcasts auf der Welt sind auch Laber-Podcasts. Daniel, du hast dich schon so beklebt. Jetzt wäre natürlich wirklich gut, wenn zumindest eine Person auf der Bühne. Aber ich kann es nicht leisten. Weil ich bin auch eher Team Laber-Podcast. Also ich kann dieser Diskussion nicht so viel abgewinnen. Ich höre gerne Formate, die im Feature, ich höre total gerne Feature-Formate, aber produzieren würde ich auch nicht unbedingt eins wollen. Und insofern, und ich höre gerne Laber-Podcasts, insofern, ja. Also vielleicht soll man noch dazu sagen, es wird ja immer als Gegenargument gebracht, ja, guck doch mal in Amerika, da in USA, da machen die das tolle Zeug und ja, labern die nicht nur und so. Ist Blödsinn, Quatsch, ne. Aber man muss sich mal überlegen, da wird immer so als Beispiel, wird Serial gebracht oder This American Life. Serial, my ass. Oh yeah, hier, Panik. Nee, aber da muss man halt dazu sagen, das sind auch professionell gemachte Medienangebote von Leuten, die da irgendwie, die das gelernt haben tatsächlich. Und nur weil wir das als Podcast konsumieren, entsteht vielleicht der Eindruck, dass es auch was ist, wie wir das auch machen oder dass wir das vielleicht auch so machen könnten. Und der Aufwand, der dahinter steckt, ist halt immens. Und ich glaube, dass es Labern ist nun mal das Einfachste, das ist uns Menschen als soziale Wesen, also die meisten von uns sind zumindest soziale Wesen, halt einfach so in die, in die Wiege gelegt. Und ich glaube, das macht es auch so nahbar für uns und das macht auch den Reiz aus. Und das macht es ja auch so einfach einzusteigen ins Podcasting selber. Und wenn man jetzt sagen würde, Labern ist total scheiße, das soll nicht mehr sein und so. Ich fände es schade, weil es geht ja auch um Teilhabe an irgendwie von an Öffentlichkeit damit. Und ich finde das ganz wichtig, dass viele Leute ihre Stimme im Netz ausdrücken können. Und da ist Labern vielleicht der Anfang von etwas ganz Großem. Mirjam, möchtest du noch was reinwerfen? Was wäre dir lieber, das toll produzierte Feature zum abendlichen Hören auf der Couch oder der Laber-Podcast? Ne, ich habe so gerade gedacht, wenn bei den Features sind immer zu kurz, dann muss man ja gleich wieder neu rangehen, wieder weiterklicken. Also meistens ist es ja besser, wenn man den nebenher laufen lassen kann, den Podcast. Die drei Vogonen als Feature, bitte. Oder zum Einschlafen was hört. Also was ich öfter mache, wenn ich Podcast höre, zum Einschlafen. Und dann kann man weg, wenn dann schon nach 5 Minuten Schluss ist, dann reicht das halt nicht zum Einschlafen, zwangsläufig zum Beispiel. Ich finde auch, dass diese amerikanischen Podcasts, die dann eine große Show machen, die strengen mich auch einfach zu sehr an. Dann hört man immer irgendwelche, und hier der neue Podcast, yeah, und so weiter, und immer weiter und besser, und yeah. Das finde ich furchtbar und anstrengend. Da mag ich lieber diesen deutschen Laber-Podcast, der so schön, monoton, da kann man nochmal morgens schön wegleiten und ja, es fängt halt langsam an. Daniel. Aber ein Punkt ist natürlich, dass der Vorwurf, der damit zusammenhängt, ist ja, wir können keine Reichweite, wir können die Reichweite nicht vergrößern, wenn wir weiterhin die 3 Stunden Laber-Podcast machen. Ich glaube, dass die These nicht wirklich ganz stimmt, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, mal so. Das möchte ich unterstützen, und zwar einer der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Podcasts ist ein Laber-Podcast, der 2 Stunden geht. Das ist der Herr Böhmermann und noch jemand anders, Schulz. Olli Schulz. Genau. Sanft und sorgfältig. Genau, die reden da 2 Stunden, also ohne Musik 1,5, aber es ist halt ein Laber-Podcast und das ist der erfolgreichste Podcast im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Einer der erfolgreichsten. Das heißt, selbst wenn, also das Format macht nicht die Reichweite, sondern dass du einfach quasi jeden Monat 18 Euro in den Rachen geworfen bekommst, das macht die Nummer, auch in den USA. NPR macht Serial. Das ist irgendeine lokale Senderstation von NPR. Die ganzen anderen Formate, wenn man sich die Top 10 in den USA anguckt, das sind die ersten 3 Reihen bestimmt so mit 90% NPR-Productions. Und danach, was da kommt, sind tatsächlich Technik-Laber-Podcasts. Das heißt, die glorreichen USA sind um Längen nicht besser als wir. Okay, das ist ein schönes Abschlussstatement. Ich meine, man kann euch ja jetzt sowieso keine Kontroverse entlocken.
Das ist Dankeschön an euch. Ich überlege gerade, ob jemand von euch sitzen bleiben kann, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Das ist halt ein bisschen jetzt das Problem mit den Losen, ne? Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar YouTube. Dazu auf die Bühne möchte ich gerne bitten Melanie Bartosch, Alexandra von Kriegern und die beiden Martins. So, und während sich hier alle einfinden, kann ich euch auch noch so die zwei Pole vorgeben. Und zwar auf der einen Seite, YouTube hat sich eben durchgesetzt als Kanal und wird halt schön genutzt. Warum sollten dann also auch nicht Podcasts dort sein und sich dort tummeln? Und auf der anderen Seite, YouTube ist nur was für Schminktipps, da haben Podcaster nichts zu suchen. Ich muss da nochmal drin arbeiten. YouTube hat sich als Kanal eben durchgesetzt zur Verbreitung und warum sollten dann Podcasts nicht auch dort sich tummeln? Und auf der anderen Seite, das ist nur was für Schminktipps und da haben wir als Podcasterinnen und Podcaster nichts zu suchen. So, und damit möchte ich dann die Diskussion eröffnen. Achso, guter Hinweis, Dankeschön. Wer möchte gerne an dieser Stelle noch mitdiskutieren? Wenn sich keiner meldet, suche ich jemanden raus, das wisst ihr. Du kannst eine bezahlte Probe, es ist zu spät. Kannst du ja vielleicht für den nächsten. Okay, herzlich willkommen. Sagst du noch deinen Namen? Manuel. Manuel, und ich bin YouTuber, deswegen dachte ich, komm mal. Perfekt. Als hätten wir es geplant. Dann möchte ich dir doch am besten noch mal das Wort gleich erteilen. Du hast ja sowieso dein Mikrofon angemacht gerade. Ja, mit welcher Frage? Du möchtest jetzt ein Statement abgeben zum Thema YouTube. Ich denke, dass Podcasting und YouTube noch zwei wahnsinnig getrennte Welten sind und das ist eigentlich schade. Ich glaube, dass da eigentlich vielleicht ziemlich viel Überlappungspotenzial ist. Okay. Melanie, aus wissenschaftlicher Perspektive. Aus wissenschaftlicher Perspektive. Ja, wir hatten ja heute eine Session dazu, also ich bin quasi gebrieft. Jetzt da auf der Bühne. Und bei der Session sind wir, glaube ich, draufgekommen, wissen wir jetzt, dass wir nicht viel wissen und dass wir viel ausprobieren sollten, so wie es Podcasterinnen und Podcaster sowieso gern tun. Und wir eigentlich, das war auch eine der Aussagen, im Grunde nichts zu verlieren haben. Die große Frage ist, ist es sinnvoll, ganze Podcast-Episoden einfach auf YouTube zu spielen oder nicht? Methodisch Inkorrekt holt sich dadurch einige neue Podcasts Hörerinnen und Hörer, wie der Nikolas uns gezeigt hat heute. Also ich denke, wir haben nichts zu verlieren, warum nicht? Weil es halt unpraktisch ist. Ich lade mir lieber so eine Datei runter und kopiere die auf mein Mobiltelefon, anstatt da irgendwelche Streams unterwegs laufen lassen zu müssen. Das geht ja auf die Bandbreite. Es geht ja eher darum, es gibt YouTube, wenn man sich die Frage stellt, was für eine Rolle hat YouTube, wird es durchaus zum Beispiel jetzt für einen wissenschaftlichen Bereich als Suchmaschine über Google hinaus verwendet, um sich über Themen zu informieren und dass man dort dann vielleicht Menschen abholen kann, die Interesse haben an so zum Themen. Anfixen. Genau. Wie und die Drogen, dann dort abholt und aber zum Podcast holt und nicht unbedingt zwangsläufig auf YouTube halten. Ist jetzt nicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder gleich so ein riesen YouTube benutzt, um Podcaster zu fangen. Die unglaubliche Stärke von YouTube ist nämlich die Zitierfähigkeit im Büro. Es ist total super, wenn man nämlich im Büro sagen kann, guck mal, hier habe ich voll das lustige Video auf YouTube gesehen und es gab mal den ehrenvollen Ansatz, das gleiche mit Podcast-Snippets zu machen. Der ist leider eingeschlafen und ich finde diese Zentralität von YouTube, dass man wirklich sagen kann, hier in diesen 20 Sekunden ist ein total toller Gag drin, hör dir das mal an oder schau dir das mal an, ist unschlagbar, weil das macht man mit Podcasts im Büro nicht. Und ich glaube, was du da ansprichst, ist die Unterschiedlichkeit dieser Medien. YouTube ist einfach wahnsinnig ephemer. Das gucke ich in einer kurzen Pause. Kurz jemanden zum Lachen bringen, kurz vielleicht beim Essen oder kurz in der Pause was gucken, während ich Podcasts höre, wenn ich auf dem Fahrrad bin oder wenn ich sauber mache, alles was lange dauert. Und dadurch kann sich das wunderbar ergänzen. Die beiden Medien stehen überhaupt nicht in Konkurrenz. Da gibt es aber auch zitierfähige Stellen, nur findet man die momentan halt nur sehr schwer wieder, weil man sie sich nicht gemerkt hat. Oder nicht. Vielleicht ist da YouTube ja gerade der Trick. Also vielleicht kann man ja gerade diese zitierfähigen Stellen über YouTube dann verbreiten. Ja. Alexandra, du so als Webplayer-Programmiererin, wie findest du denn das Ganze mit dem YouTube? Ich
sehe da jetzt keine Konkurrenz, weil wir werden das sowieso besser machen, glaube ich. Wir können das ja, finde ich ist also meine zentrale Aussage. Der Webplayer kann bereits Videos abspielen und wir werden ja auch noch wesentlich mehr hinzufügen können. Also von daher, es wird keine lästigen Werbeeinspielungen geben, es wird keine Algorithmen geben, was ihr sonst noch gerne nebenbei hören könntet, was dann, weiß ich nicht, peinlich, aufdringlich ist, das wird alles nicht sein. Also insofern, ich brauche diese Werbung nicht, ich brauche auch nicht diese fiesen Kommentare unter den Videos. Insofern, der Webplayer wird das bedienen und diejenigen, die die Werbung brauchen oder die eingetretenen Pfade brauchen, die werden dann weiter YouTube gucken, denke ich. Martin, würde das denn dann deine Zitierfähigkeit herstellen mit dem Webplayer? Ich glaube schon, ich fand auch diesen Vorschlag von Manuel. Nicht verkehrt, dass man halt wirklich YouTube dann nutzen kann, um so auf den Podcast anzufixen und sagen, hier, das sind die lustigsten Stellen, die habe ich mal toll zusammengeschnitten. Vielleicht auch noch ergänzt um irgendwelches Videomaterial, das eh abgefallen ist, aber ich glaube, der Webplayer ist dann schon eher die größere Hoffnung. Fiese Kommentare kamen mir gerade noch auf unter YouTube. Melanie, so fiese Kommentare bei Podcasts gibt es ja nie, oder? Selten, oder? Also ich habe das Gefühl, dass bei den Podcasts, oder wo ich mich so bewege und bei dem, was ich höre, jetzt abgesehen von dem, was ich selber mache, sind mir da keine Hasstiraden bisher untergekommen. Also das ist ja eh eine recht nette Community insgesamt. Und wenn, dann sind es ja doch teilweise berechtigte oder durchaus konstruktive Vorschläge, die man aufgreifen kann. Und bei den YouTube-Videos, ja, ich glaube, das kann man aushalten. Aber ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, da kann das Podcasting sich was abgucken bei YouTube, denn bei uns, auf unserem Channel ist es zum Beispiel so, wenn wir eine Frage stellen und sagen, okay, wenn wir am Ende des Videos sagen, macht doch mal eure Vorschläge, was man zu diesem Thema noch sagen könnte, dann regnet es innerhalb von einem Tag 300 Kommentare. Nennen wir mal einen Podcast, wo es das gibt. Also ich glaube, diese Interaktivität, und die sind überhaupt nicht negativ, die Kommentare bei uns. Es kommt auch darauf an, was für eine Community man sich da aufbaut. Und ich glaube, es gibt keinen Podcast, der mit so einer Aufforderung 300 Kommentare generiert. Also ich glaube, da kann man sich vom Community-Modell schon was abgucken. Okay, diese Einigkeit hier, das macht mich ja ganz krank. Es gab mal MySpace und dann gab es irgendwann Soundcloud, es gab mal YouTube und dann wird es irgendwann den Webplayer geben, also nur mal. Okay. Das schönes Abschlusswort. Ich danke euch fünf an dieser Stelle. Also wir sind uns offensichtlich einig, wir können YouTube alle mal ausprobieren, aber wir sollten bitte unsere eigenen Podcast-Seiten nicht vernachlässigen, wenn wir den Webplayer nutzen. So, kommen wir zum dritten Punkt. Denkt euch doch mal so Kontrapositionen aus. Ihr müsst ja nicht dran glauben. Du wirst aber immer nur eine bezahlte Position einnehmen. Kommen wir zum Thema Werbung. Katrin Leinweber, Tine Nowak, Louis Schulz und Martin Hase, der nicht da ist, glaube ich. Nein, das heißt jetzt nicht, dass ihr alle nicht kommen müsst. Also, genau, Applaus bitte. So, an der Stelle darf dann mal Tine noch in die Schüssel männlich greifen und noch einen Kombattanten rausziehen, während der Heck Pete gerne auf die Bühne kommen möchte. Dankeschön. Jakob Pollen, ist der da? Tine nochmal. Meldet er sich jetzt nur nicht, also wenn ihr jemanden kennt, dann... Georg, bist du noch da? Ja, mach so weiter. Von Auphonic. Du, genau, ja, da bist du ja. Das Licht. Vielleicht kriegen wir jetzt das neue Feature von Auphonic vorgestellt, wie Werbung automatisch reingeschnitten und herausgefiltert werden kann. So. Ich gebe euch mal noch so zwei Positionen, die ihr dann irgendwie vertreten könnt oder auch nicht.
Klar, Werbung ist super, weil alles ohne irgendwie Geld hinten rauszubekommen, auch gerade beim Podcasten, ist reine Selbstausbeutung. Völlig klar. Und auf der anderen Seite, wir wollen keine Matratzen in unserem Podcast. Geld kommt immer zu einem Preis. Und an der Stelle würde ich dann einfach mal den Bezahlten. Also, ganz klar, wir wissen heutzutage, wie auch Phonik auch Dienste anbietet, die natürlich unendlich viel Geld kosten, die Hostingkosten unserer Server und der Traffic und alles, was dazu gehört. Es geht eigentlich heutzutage gar nicht mehr ohne Werbeeinblendung oder Sponsoring. Ich finde auch viel, viel besser, wenn man natürlich auch mit geprüften Audio-Equipment von diversen Audio-Firmen natürlich dann die Podcasts aufnimmt, das Ganze natürlich nochmal intensiv bewirbt, um auch zu gucken, dass das Ganze auch qualitativ sehr hochwertig an den Zuschauer oder Zuhörer ausgeliefert wird. Weil, wie wir alle wissen, was nicht kostet, ist auch nichts. Und freie Bildung, hat man ja gesehen, seit 30 Jahren gescheitert. Dementsprechend brauchen wir eigentlich den Bezahlpodcast. Ich finde, Paid Subscription oder Modelle wie zum Beispiel Shownotes gegen Entgelt eigentlich absolut super. Ich finde auch natürlich, dass wir in Zukunft auch nicht GEMA-freie Musik in unseren Podcasts einbinden müssen. Und dementsprechend sollten wir natürlich dann auch an die großen Musikkonzerne natürlich auch die Gebühren bezahlen. Und woher soll es dann kommen? Es muss eigentlich von unseren Zuhörern kommen, die endlich mal das Geld auf den Tisch legen und sagen, Leute, ihr macht hier super geilen Shit, aber wir müssen euch auch dafür bezahlen, weil sonst bricht dieser Shit einfach weg. Und wenn die Leute halt nicht kommen, müssen wir an die große Industrien gehen und sagen, Leute, ihr müsst unser Überleben sichern, ihr könnt uns steuern, wir sind wirklich ein sehr, sehr gutes Medium. Wie wir schon gehört haben, YouTube ist gerade am Abkacken, Podcast kommt, das heißt, wir sind praktisch die neue Stimme im Internet und dementsprechend könnt ihr uns praktisch mit eurem Geld zuschütten und wir sagen, was ihr hören wollt, ganz klar. Katrin. Siehst du, da geht's schon los. Hättest du jetzt ein Markenmikrofon eines Partners von mir, ich kann dich da gerne vermitteln, der könnte dir nochmal zeigen, wie das richtig damit funktioniert. Und dann könntest du auch den Mehrwert eines funktionierenden Mikrofons und einen Assistenten zum Beispiel, gerade bei solchen tollen Events auch, dann direkt hier auf der Bühne haben. Und da würdest du jetzt praktisch so eine Blöße, das jemand ab, bitte. Diese Blöße jetzt nicht geben müssen. Ja, ich würde mal sagen, dass sich eigentlich alle Podcaster mit ihren Hörern ein bisschen abstimmen sollten, um ein Modell zu finden, was passt, mit einer Mischung aus Spenden, die ja gestern auch beworben wurden als Teiltitel dieser Session, oder? Aber denke mal, Flatter-Modell geht nicht auf, also du willst wirklich die Euros auf deinem Konto. Es kommt auf die Ansprüche an. Das kommt nicht auf die Ansprüche, natürlich, du willst gute Qualität liefern, das geht nur mit hervorragenden Infrastrukturgeschichten und so weiter, dementsprechend... geht das natürlich nur gegen Bezahlung. Guck dir die guten Beispiele aus den USA an. Da läuft es. Ich kann also nur sagen... Also damit dieses minderwertige Mikrofon nicht weiter so sehr von dir in Anspruch genommen werden muss, dachte ich mal, sage jetzt auch noch was dazu. Ich kann deine Argumente wirklich gut nachvollziehen. Ich bin gar nicht gegen bezahlte Podcasts, gegen Werbung und all das. Aber... das soll zum einen transparent sein, also die Matratze braucht so ein Zettelchen drauf, damit man genau weiß, wie, weshalb, warum. Und ich meine, irgendwie es gibt Bezahlpodcasts auch in Deutschland, also das hier ist ja nicht die ganze Podcast-Community, die es so gibt, sondern schaut man diese ganzen Coaching- und Selbstverbesserungspodcasts, da gibt es auch schon so komische Modelle, so ist es nicht. Und mir wäre es ehrlich gesagt lieber, es gäbe mehr Podcasts, die auch anders sind, vielleicht auch gar nicht so, wie ich sie besonders toll finde, aber so ein Multi-Podcast-Multiversum, das wäre mir, was mir ganz lieb ist. Also ich habe keine Angst vor Werbung und ich habe auch keine Angst vor Spenden. Spenden ist ja sozusagen das schöne Modell der Bezahlung. Das ist das, was wir ja alle so gerne mögen. Was aber anscheinend nicht funktioniert, das sollte uns zu denken geben, außer in ganz wenigen Fällen. Mir das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe bei dieser ganzen Werbung und bei Werbung-Geschichte ist das, dass tatsächlich dann Podcaster mit irgendwelchen Modellen erfolgreich werden und dann sowas anfängt, dass es plötzlich diesen internen Kampf gibt. Wir sind die professionellen Podcaster, die irgendwie professionelle Produktion machen. Wir sind das Einzige. Und dann gibt's unten diese ganzen Line-Podcasts, die dann sozusagen so runtergezogen werden in so diesen langen Schwanz, den wir schon aus der ganzen Blogging-Geschichte her kennen. Und das ist was mich wirklich nervt. Luis. Also. Oder Georg war schneller. Nein. Großer Fehler. Natürlich aus der, ich muss das gleich überfahren. Ich bin ja auch Pro-Werbung. Der Bezahl-Podcast-Verband hier.
Und wir haben heute Ich habe dafür bezahlt, ich möchte sprechen. Warte mal, ihr macht das neue Multitrack-Feature. was wollte ich jetzt sagen? Genau. Wir haben ja heute schon lang über die neuen geheimen Features gesprochen, die wir einbauen wollen, in Zusammenhang mit Ultraschall und so weiter. Und da wir jetzt schon bei der Diskussion sind, muss ich das natürlich verraten. In Zukunft wird für jeden Podcast automatisiert Werbung eingeführt. ohne dass die Podcaster das wissen. Nämlich als geheime Botschaften im hohen Frequenzbereich, der genau vom Gehirn wieder zurücktransformiert wird und direkt ins Gehirn fährt. Leider wissen das die Werbepartner auch nicht. Natürlich. Moment. Ich habe dafür bezahlt, ich darf sprechen. Ganz klar, wir haben schon dein natürlich Check ein Business. Dein Check ist leider geplatzt. Muss man da nochmal nachverhandeln. Das also ganz einfach, wir haben natürlich schon dafür ein Businessmodell entwickelt. Das heißt auch da, ihr müsst hochwertige Kopfhörer kaufen, um natürlich auch diese Werbung direkt in euch einfließen zu lassen. Das heißt, mit mitgelieferten Billigkopfhörern von irgendwelchen schon Smartphone-Anbietern kommt natürlich dieser Effekt bei euch gar nicht durch. Ich finde es sehr gut, dass wir auch Phonik jetzt demnächst in unserem Bezahlwerbenetzwerk dann auch mit aufnehmen können und dann endlich mal, wie gesagt, dann Werbung wirklich da platzieren können, wo wirklich der Genuss auch wirklich entsteht. Louis? Im Kopf. Ja, ich wechsle mal zurück zum eigentlichen Thema. Das ist, Dankeschön. Und zwar, ja, also ich zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, für einen Podcast zu bezahlen. Das finde ich irgendwie ungünstig. Ich spende gerne über Flatter, aber ich würde jetzt nicht bezahlen für einen Podcast. Ich finde, man muss mal über Hörbücher nachdenken. Audible nutze ich sehr gern. Ich wäre bereit, einen Betrag im Monat wie bei Flatter zu bezahlen für alle Podcasts. Das würde ich machen, weil das ist komfortabel. Aber ich überweise nicht 2 Euro für eine Episode oder 5 Euro für den einen Podcast. Das ist mir persönlich einfach zu anstrengend. Das muss komfortabel sein. Wenn man so einen zentralen Dienst auch setzen könnte, wo man 5 Euro zahlt und dann kriegt man irgendwie die Deluxe-Version von allen Podcasts oder... Du. Aber du wolltest ja zurück zum eigentlichen Thema kommen und ja, das ist ja nicht, ich bezahle da für den Podcast. Da bräuchte man keine Werbung, weil Werbung korrumpiert. Also Werbung ist im Podcast schlecht. Okay, das lasse ich jetzt mal so als... Katrin, möchtest du noch? Ja, als Zusammenfassung vielleicht, man sollte in seinem Podcast einfach Werbung für seine Spendenkanäle machen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke an dieser Stelle euch 5, besonders wir verhandeln nochmal. Ne? Also da kam noch was von der Schufa... Dann müssen wir nochmal diskutieren. Dankeschön. So, bist du nochmal dran? Ja. Dann bleib da. Wir kommen zum wunderbaren Thema Kapitelmarken sind deutsch. Herr Bruhn, das ist nicht mein Thema. Wie geht's dir denn so? Zu dir als... Ziel Verwaltungsbehörde, wäre das ja so dein Ding? Okay. Dann würde ich aber noch Nele? Nein. Wir haben hier sitzen Mirjam, Nele kommt gerade, den Mirko und der Puppe. Und genau, klatsch doch mal bitte. Und dann hole ich jetzt einfach nochmal Ralf dazu. Der hatte da vorne nämlich eine dezidierte Meinung und als Bundesbeamter kann er da auch viel zu sagen. Wir haben hier so die 2 Pole zwischen Struktur, Auffindbarkeit und Zwischentitel ohne Kapitelmarken macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Und eben unserem... Kapitelmarken sind deutsch, nämlich deutsche Überbürokratie. Und aus dieser Mentalität kommen die auch. Und damit würde ich dann das Wort einfach mal an den Mirko geben. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Also Kapitelmarken sind sowas von deutsch und sowas von der Gründlichkeit getrieben. Ich habe, glaube ich, meinen Lebtag noch auf keine einzige Kapitelmarke geklickt. Die laufen bei mir eh so vorbei und schön, dass es das Feature gibt. Wer es denn bitteschön benutzen möchte und sich sehr deutsch fühlen will, bitte, ich brauche sie nicht. Ich arbeite ja bekanntermaßen an einer Bibliothek und als solcher würde ich das erstmal zuspitzen. Kapitelmarken sind das Einzige, was in 50 Jahren von euch noch bleiben wird. Weil
es kann nur dann anders kommen und die Wahrscheinlichkeit besteht allerdings auch, dass dann irgendwann die Algorithmen zur Erkennung von menschlicher Sprache so gut, dass wir ohnehin alles voll vertextet haben. Das ist quasi der Moment, in dem Kapitelmarken an Relevanz verlieren werden. Aber bis dahin sind sie eines der wichtigsten Instrumente zum Auffinden von unseren Inhalten überhaupt. Von daher, darauf zu verzichten, wäre töricht und quasi Arbeitsverweigerung. Miriam spielt schon mit dem Mikro. Ich würde uns mal aber noch gerne wieder ins Hier und Jetzt zurückbeamen, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass immer auch auf dem Workshop immer wieder hochgehalten wird, dass Kapitelmarken so wichtig sind, dass es gemacht werden muss. Ich glaube, das macht auch eine höhere Schwelle für Leute, die vielleicht überhaupt mit dem Podcast anfangen wollen. Und vielleicht sollten die mal ein bisschen chaotischer und undeutscher starten, damit sie überhaupt podcasten quasi. Ja, erstmal danke, dass ich eingeladen wurde hier in die Sendung für den Bundesverband der deutschen Podcaster. Wir haben mal gegoogelt, es gibt keinen Wikipedia-Artikel zum Thema Kapitelmarken. Daraus könnte man erstmal schließen, die gibt's gar nicht. Auch im englischen Kontext gibt's keine Kapitelmarken. Und wir vom Verband fordern eigentlich, weil hört in euch rein, was ist denn so typisch deutsch? Vielleicht ein Schrebergarten? Und Schrebergärten sind normiert. In Schrebergärten gibt es Regelungen. Und für mich ist das alles, und vor allem, ich spreche jetzt hier für den Verband, gar nicht genau normiert. Wir wollen, dass man feingranularer Dinge ansprechen kann. Ich möchte skippen können. Ich möchte gar nicht die Meinung dieser Kapitelbefürworter oder Destrukteure hören. Ich möchte skippen können, weiterspringen können, wenn mir was nicht passt. Außer wir brauchen natürlich spezielle Regularien da, wo Werbung ist. Da sollte, wie heißt es in dem Fall... Danke. An der Stelle muss natürlich eine Ausnahmeregelung erfolgen. Warum habe ich nur den Scheck bekommen? Du kriegst dann die Bitcoins. Lasst euch nicht irritieren von da hinten. Unqualifizierte. Ja, warum sitzt du hier nicht auf dem roten Stuhl, du Schreihals? Auch dafür sind Kapitelmarken wichtig. Also ich meine, wenn man in die USA guckt oder so, dann findest du sowas natürlich schon nicht. Ne? Und wenn wir so ein bisschen über Internationalisierung und wie kann man irgendwie sich international austauschen, zum Beispiel zum Thema Podcasting, dann würden die wahrscheinlich schon vor dem deutschen Wort Kapitelmarken schon ein bisschen Angst bekommen oder so, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten... Ja, wir müssen es alles in Kapitel eindecken. Nee, ich vertrete ja die Ansicht, dass das durchaus wichtig sein kann, um irgendwie so ein bisschen ein Gespräch, wenn es gerade lange dauert oder so, zu strukturieren und so weiter. Ja, das gibt, das klingt so negativ, so, oh, ey, hör mir auf mit dem Typen, ja. Ich meine, wenn es zu exzessiv wird, finde ich das auch ein bisschen dramatisch. Andererseits muss man sagen, es ist vielleicht so ein urdeutsches Ding, ja, das muss man schon sehen. Ich würde im Gegenteil sagen, es ist überhaupt gar nicht deutsch. Ja, okay. Weil das, was Kapitelmarken uns doch ermöglichen, ist eben ein themensouveränes Hören. Ja, ich werde als Rezipient ermächtigt, selber zu entscheiden, welche Passagen ich mir anhören möchte und welche nicht. Das heißt, ich würde es zuspitzen. Kapitelmarken sind ein Werkzeug der Transparenz, es ist ganz und gar undeutsch. Und jeder, der keine Kapitelmarken nutzt oder einsetzt, hat etwas zu verbergen. Oh. Also ganz ehrlich, was zu verbergen habe ich ganz und gar nicht in meinem Podcast. Aber ich mache so viele Abschweifungen, dass es gar nicht möglich ist, irgendeine Kapitelmarke zu setzen. Ein so kompliziertes Kapitelmarkensystem haben wir noch gar nicht. Und Kapitelmarken sind Laber-Podcast-Zerstörungsmaßnahmen. Richtig, korrekt. Weil wir wollen eigentlich in einem Flow sein. Wir wollen uns hingeben dem Thema und dem Austausch mit den Menschen um uns herum. Und eine Marke ist ein Raster und wir passen in kein Raster. Musst du jetzt nicht das Geld wieder zurückgeben? Hälfte reicht. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, man muss vielleicht noch mal so ein bisschen vom Hörer denken. Und dann sind wir wieder beim alten Thema Hörer, Hörerin. Ja, wer denkt schon an die Hörer? Klar, ey. Ich habe Spaß an meinen Kapitelmarken. Ist ja egal, was die anderen damit anstellen. Ja, kann man natürlich auch so sehen. Nein, aber ich würde sagen, vielleicht einfach mal zu überlegen, wie sind die sinnvoll in verschiedenen Ausspielwegen, die wir haben, einfach zu benutzen. Ja, und dann gibt's halt einfach Player oder Clients oder so, wo das überhaupt keinen Sinn macht, weil ich überhaupt nicht sehe, wo ich da hinspringe. Ja, vielleicht vom Thema Kuchenbacken zu, was weiß ich, irgendwie Rektaluntersuchung oder so, nur weil ich mal eben auf diesen Knopf Kapitel weiterklicken gedrückt bin. Also das heißt, da sind wir irgendwie
muss das ein bisschen nutzbar sein. Und vielleicht ist es insofern ein bisschen deutsch, dass wir einfach erstmal irgendwas Geiles, ein geiles Feature uns überlegen. Und dann irgendwie ein paar Jahre später mal die Hörer fragen, ob die es überhaupt benutzen. So. Also da kann man vielleicht nochmal überlegen, in welchen Zusammenhängen das Spaß macht. Und der Bibliothekar, ich weiß nicht, ob du immer an deine Leser denkst oder die Ausleiher, aber da kann man vielleicht echt nochmal ein bisschen überlegen, wie sinnvoll das überhaupt einzusetzen ist aus Nutzersicht. Mal, um mal auf Mirko nochmal zurückzukommen. Dieses Argument, oh mein Gott, dafür habe ich doch dann wirklich keine Zeit mehr. Ja, das geht mir auch schon wirklich seit Jahren auf den Keks. Da setze ich mich auf ein Sofa, rede 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden über irgendein Thema und bin dann nicht mehr in der Lage, nach einem kühlen Bierchen und etwas Entspannung, das wird ja das nächste Thema sein, mich mal 5 Minuten hinzusetzen, um mir im Nachhinein Gedanken darüber zu machen, wie die Struktur meiner Sendung war. Ich vermute hier ein ganz anderes Motiv, nämlich, dass ich selber in dem Moment schon eine kritische, ja, ich würde sagen, minderwertigkeitskomplexige Einstellung zu meinem eigenen Produkt habe, mit dem ich mich dann nicht mehr beschäftigen möchte, dann nochmal nachzugucken, wie war es denn wirklich und hatte das die Struktur, die ich wollte. Das und darum sage ich dann, oh, darauf habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ganz ehrlich, ja, wer keine meine geistige einsetzt, Energie und meine Qualität dieses in mein Produkt soll meine geistige Energie und meine Qualität in das Gespräch fließen, nicht darauf, dass ich die ganze Zeit darauf achte, muss ich jetzt ein Knöpfchen drücken. Aber Kapitelmarken umgeben unser Leben. Wir vom Bundesverband freuen uns natürlich sehr über das Leistungsschutzrecht. Und jedes Gesetz hat Paragraphen. Und was ist ein Paragraph? Ein Paragraph ist nichts anderes als eine Kapitelmarke für einen extra kleinen Gesetzestext. Das heißt, die Bibel, Paragraphen, dort Markus, Vers sowieso, auch das sind Kapitelmarken. Das heißt, der katholische Background, der ja wirklich etwas uns sehr geprägt hat und evangelisch, gerade wir in Deutschland, die sozusagen die Kirche geteilt haben, die sind natürlich für Kapitelmarken und auch Bibelvers und Surensplittungen bekannt und deshalb mehr Kapitelmarken wagen. Das ist die Hauptsache. Mirjam, du hast das jetzt hier alles sehr tapfer über dich ergehen lassen, was sie hier so produziert haben. Möchtest du vielleicht den Rausschmeißer geben und nochmal ein Plädoyer aus deiner Sicht, die ja vorhin etwas hier gegen Scheine degradiert wurde, sagen? Naja, ich denke, man muss sich ja nicht unbedingt immer in solche Schubladen, sprich Kapitelmarken, zwängen lassen und eher die Freiheit genießen, die wir beim Podcasting haben. Und deswegen würde ich eher sagen, dass es dann eher sehr einengend ist oder sehr bestimmend auch ist und dass es einen halt vielleicht auch in der Kreativität zurücksetzt. Und deswegen bin ich eher dafür, um einen etwas entspannteren Umgang mit den biblischen Kapitelmarken zu plädieren. Und das nächste Kapitel folgt kommende Woche. Vor allen Dingen folgt jetzt erstmal das nächste Thema. Danke an euch. Wir kommen zu dem, worauf ihr eigentlich alle wartet. Genau, der Bezahlverband bleibt gleich da. Die hatten halt große Koffer. Alkohol- und Drogenkonsum im Podcast. Ganz kurz ein Hinweis noch. Natürlich nur während der Aufnahme. Zur Kapitelmarkenproblematik. Natürlich, wenn du von deinem Podcast bezahlt wirst, könntest du natürlich auch einen Kapitelmarkenassistenten dir leisten, der praktisch für dich die Kapitelmarken natürlich noch setzen würde. Auch wir bieten da Vermittlungsdienstleistungen an. Gar kein Problem. Gegen natürlich Einwurf von kleinen Münzen in unser Bezahlsystem ist sowas natürlich möglich. Also wir wünschen uns das alle. Gar kein Thema. Wollt aber natürlich das Ganze nicht selbst machen. Ich finde natürlich diese Meinung, Fokus auf Podcast und die ganzen anderen Arbeiten, die können natürlich durch Dienstleistungen auch erstickt werden. Und dementsprechend, es gibt nochmal 20 Euro. Genau, ich mache jetzt den Stuhl frei, die Werbeblendung, Einblendung ist jetzt mit genau. Abgeschlossen. Ab, schade, wir hatten gerade jemanden bezahlt dafür, dass er dich abschalte. Ja. Applaus. Wir haben jetzt noch den Juri hier, genau, der hat heute extra noch Salmiakki angesetzt. Extra für euch. Ich glaube, ich will nicht wissen, was da drin ist. Okay. Ihr kriegt eigentlich ganz einfache Pole vorgegeben, nämlich bloß nicht oder aber klar doch. Und Evita, ich glaube, du hast die größten Schwierigkeiten mit besoffenen Podcastern. Magst du einen Schluck?
Also ohne das Bier hier würde ich hier gar nicht sitzen, weil ich dann so aufgeregt wäre. Und das davor natürlich auch und egal. Das Motto der Shownotes ist ja auch irgendwie Koks und Nutten und danach die Weltherrschaft. Insofern schon dafür erstmal, aber es macht vieles einfacher, aber für uns Shownote dann natürlich auch vieles schwerer, weil, wie man an mir gerade merkt, man dann nur noch wirres Zeug redet, wenn man Alkohol getrunken hat. Ja, ich gebe erstmal weiter. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir alle befinden uns an einer Veranstaltung, die ausgeschildert ist mit dem Wort Podlover. Und die Bedeutung des Wortes ist ja durchaus zweideutig. Also scheint es doch ein großes Thema in der Podcast-Podlove-Community zu sein, das Thema Drogen. Somit sind wir alle Teil dieser Podlover-Community und natürlich sagen wir, wir lieben Podlove, also wir lieben Pods. Ich vereinfache das mal ganz kurz. Die Süchtigen nähern sich schon und kriechen heran. Hat jemand eine Gegenposition eigentlich? Also man kann halt wenn man jetzt betrunken ist, dann ist das mit den Kapitelmarken, was ja vorher schon dran war, auch nicht mehr so einfach, weil, wie gesagt, wirr geredet wird, das macht es für uns dann wiederum schwerer. Ja, der nächste wieder. Wir hatten ja damals, wir haben ja bei Vorhundert wir nehmen immer nüchtern auf. Wir haben das vorhin mal ausprobiert mit damals TM. Wir haben hier vorhin eine Flasche Whisky geleert und ich muss sagen, es funktioniert. Sehr gut sogar. Also betrinkt ihr euch jetzt ab sofort für jede Aufnahme? Nur für den Klotwig und Haraldteil, für die Leute, die V100 kennen. Ja, man muss halt sagen, also Techno ist damals entstanden, weil wir sehr viele Drogen genommen haben in den 90ern. Wir haben Atari ST gehabt und haben da unsere eigene Musik gemacht. Und warum sind wir alle Podcaster? Weil wir plötzlich selber Sendeanstalt sein können. Das heißt, dass autark selber Dinge machen können, ist etwas, was uns im Blut liegt. Und anscheinend liegen uns manchmal dann noch andere Dinge im Blut. Und ich kann das nur empirisch belegen, dass mir das immer sehr viel Freude macht. Man muss da vielleicht so ein Dreieck haben. Ja? Also es gibt den, der spricht, also vielleicht der Host. Dann gibt's noch die Gäste und es gibt die Hörer. Und gegebenenfalls muss man einen Weg finden, dass das alles irgendwie miteinander wellenkompatibel ist. Das heißt, wenn der eine auf Pep und der andere auf Pappe ist, ist halt die Frage, was jetzt für den Zuhörer dann die richtige Substanz ist. Man kann ja erstmal mit Alkohol anfangen. Spannenderweise sind auch da einige Experimente entstanden, welche von einer sehr durchwachsenen Zielgruppe irgendwie jeweils positiv aufgenommen wurden. Darum einfach mehr experimentieren und mehr ins Labor gehen. Ist ja sowieso Thema von Podcasts generell. Juri, wo gibt's dein Rezept? Das gibt's natürlich auf GitHub. Also da gibt es eine Repository, da könnt ihr euch das Rezept runterladen. Das wird... Ja, doch. Einfach und lecker und kann man auch im Geschirrspüler zubereiten. Genau, das ist so ungefähr das. Ja, Tabs in Alkohol. Und also als Zuhörer kann ich nur sagen, dass also gelegentlicher Alkoholgenuss auch beim Zuhören hilft und auch sehr, sehr interessant sein kann, wenn man dann an der Kasse in Lachkrämpfe ausbricht, weil... Der Podcast, den man gerade hört, gerade völlig, völlig ausufert. Das ist schon sogar sehr, sehr gut. Doch. Warum guckst du da in Tims Richtung gerade, als du das gesagt hast? Ich weiß auch nicht. Das war nur Zufall. Also Tine, du machst ja den Podcast Kulturkapital. Genau. Ja, also hat das einen Zusammenhang auch mit dem? So das Kultur? Wieder dem, was ich am Anfang gesagt habe, mache ich persönlich natürlich einen sehr seriösen Podcast. Und dementsprechend sollte man jetzt auch meinen, dass man sich der Sache auch ernsthaft auch nähert. Tatsächlich habe ich aber irgendwann mal ein Interview gehört, dass irgendwie früher bei dieser Talkshow, irgendwas im NDR-Talkshow, da wurde so viel Alkohol getrunken und geraucht und dadurch wurden die Leute alle so total locker und konnten super schön reden. Das gibt's die ganze Zeit, die können wieder trinken oder das gibt die ganze Zeit. Tatsächlich habe ich deswegen auch, als ich meinen ersten Podcast gemacht hatte, schön Rotwein auf den Tisch gestellt, weil ich dachte, schadet auf keinen Fall. Beim zweiten, dritten Mal auch. Und dann hatte ich irgendwie ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, mit dem habe ich dann Whisky getrunken, was dazu führte, dass der sich tatsächlich, und das machen die Leute sonst nie, da bin ich auch ganz dankbar, warum sich den Podcast selber nochmal angehört hat. Und dann 3 Wochen später gesagt hat, er mag auf keinen Fall, dass er veröffentlicht wird.
Und darum habe ich so ein bisschen so ein traumatisches Verhältnis dem Alkoholtrinken im Podcast gegenüber, weil das nämlich bedeutet, dass ich mit jemandem, mit dem ich mich schon anderthalb Stunden unterhalten habe, mich nochmal total offen und ganz, ganz interessiert und mit ganz neuen Fragen dem Thema widmen muss, ohne dass der Podcast so wird, dass man irgendwie merkt, dass ich mich eigentlich schon mal über irgendwie anders mit ihr unterhalten hatte. Seitdem rede ich vorher mit den Leuten, ob die wirklich Alkohol trinken wollen, stehe trotzdem Rotwein auf den Tisch und schau, was passiert. Also ich finde ja, bei Laber-Podcasts geht das auf jeden Fall. Das Problem ist, wir haben jetzt gelernt, dass alle Podcasts Laber-Podcasts sind. Insofern geht Alkohol eigentlich immer, oder? Bekommt während ja, des Podcasts es ist auch. Ja durchaus so eine Art, auch, also kann man jetzt wieder in Richtung Tim gucken, dass so durchaus auch Geschenke gemacht werden, alkoholischer oder drogischer Natur. Die Zuhörer wollen das, das ist das Ding. Das ist ja auch so ein Ding. Und habt ihr das eigentlich schon mal als Shownotes bekommen? Mitbekommen? Nein, bekommen. Also habt ihr schon mal Geschenke bekommen? Haben wir schon mal Geschenke bekommen? Nein, wir haben noch keine Geschenke. Also ihr müsst aber wir haben immer einen Kasten Bier auf jeden Fall daneben stehen, weil es hilft ungemein beim Shownoten selber zu trinken auch. Und wenn dann am Ende gar nichts mehr geht, dann gib mal durch. An der Stelle muss man unbedingt auch... Ist das die gewollte Endstation? Oder? Aber Tim ist doch der Podlover. Der geht auch, ja. Ganz wichtig, ich möchte unbedingt auch Schokolade in die Drogen aufnehmen. Ganz, ganz wichtig. Was mir noch wichtig ist, da steht zwar Drogen und das, was problematisch ist, ist immer, es geht um Suchtprobleme von Menschen und nicht um Drogenprobleme. Das heißt gegebenenfalls, wir haben heute hier sehr viele Wissenschaftspodcaster, gegebenenfalls müssen wir halt auch mal eigene Informationssendungen aufmachen, wo mehr wissenschaftlich über Drogenkonsum gesprochen wird, nicht nur verherrlichen, nicht nur tabuisierend, um vielleicht da auch so eine gewisse Aufklärungskampagne, vielleicht auch für Leute, die mitten in der Gesellschaft stehen, die sagen, ja, ich habe in der Vergangenheit Drogen genommen und auch welche, die heute tabuisiert sind, aber es hat mir nicht nachhaltig geschadet. Mit Experiment der Woche. Yay! Was hier auch noch gar nicht thematisiert wurde, ist ja eigentlich auch das Suchtpotenzial, welches Podcasts ausüben. Also ich meine, ist nicht auch sozusagen auch ein Podcast selbst eine Droge? Und wird es nicht auch noch, wenn dieser jetzt sozusagen so groß wird, eine zukünftige Gesellschaftsdebatte, was alles aus solchem Podcast-Konsum erwachsen kann? Ich meine, darüber müssen wir vielleicht mal ganz dringend im nächsten Jahr oder im nächsten halben Jahr nachdenken, wenn diese Welle sozusagen aufschlägt und überall YouTube kaputt macht. Habt ihr eigentlich nicht das Gefühl, dass ihr alle jetzt so das total schlechte Beispiel für eure minderjährigen Podcast-Hörer seid? Der ist schon im Bett. Diese Uhrzeit. Der guckt das erst nächstes Jahr. Man muss die Jugend ja auf die Zukunft vorbereiten. Und das war echt ein gutes Abschlusswort, oder? Genau, das oder das. Okay, wir machen jetzt Feierabend. Genau, danke an Prost. Euch noch. Ich möchte nicht verantworten, dass wir hier sehen, wie ihr aussieht nach der Flasche. Nee, die darf jetzt noch nicht ausgetrunken werden. Das habe ich versprochen. Danke euch Fünfen für diese schönen Abschlussworte. Wir müssen die Jugend auf die Zukunft vorbereiten und die Zukunft auf die Jugend. Nee, oder wie auch immer. Ich bin, die Cola setzt mir langsam zu. Koffein ist auch eine ganz schlimme Droge und wir machen an der Stelle Feierabend, gehen hier noch schön in unsere Alkohol- und Drogenkonsum und machen um 23 Uhr Schluss. Dankeschön fürs Dasein. Applaus